Welcome back, ich krasse Dilutze und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 2019 in der Karriere. Leute, heute wird's richtig rasant, denn wir fahren auf einer meiner Lieblingsstrecken namens Monza. Heute noch im Qualifying, aber Leute, heute wird's richtig gut, denn wir können mit voller Energie ERS-Modus Ultramax fahren. Achso, nochmal schnell checken, passt ja alles? Ja, 50er Renndistanz, das passt. Ich habe übrigens ein neues Helmdesign, das, ja... Erst nach der Fertigstellung ist mir aufgefallen, oh, das sieht ein bisschen aus wie das Fahrzeugdesign von dem 911er Porsche in der damaligen 98er GT1 Klasse. Kann ich ja vielleicht nochmal zeigen, separat. Aber jetzt gibt's erstmal richtig lange Getorke. Gleich wird die Boxengasse geöffnet und das heißt, dass es dann hier in Monza Zeit wird für das Qualifying. Die Fans freuen sich auf spannende 60 Minuten. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtouren. In den vorherigen Trainingssessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben werden? Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark. Und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. Es sieht immer wieder lustig aus, wie wirklich einfach und rutschig die Helme reingeploppt werden auf dem Köpfchen. Hat ein bisschen was von diese Lego-Helme damals. Das ist damals, die gibt es heute bestimmt immer noch. Ach, plopp und drauf. Passt unser Setup noch, genau. So gut wie gar kein Abtrieb. Maximum nach vorne. Wetter müsste eigentlich auch noch... Warte mal, was ist mit dem Wetter? Wir haben bewölkt, ne? Ja, egal. Hauptsache kein Regen. Das Schöne ist im Rennen, wenn wir 100% Sonne haben, das heißt 100% Attack. Aber jetzt dödeln wir auch mal raus. Alles klar. Wir müssen auch gleich mal, was ist gleich, jetzt ein bisschen später, mal in die aktuellen Ranglisten reingucken, also... Wie die Fahrer sich hier in der WM stehen und Konstrukteurs-WM. Und da habe ich mal kurz im Qualifying drauf geluschert. Und das sah schon recht spannend aus. Oh ne, das kann ich anlassen. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht mehr zwei Versuche brauche. Die werden auf Anhieb klappen. Also suchen wir uns noch irgendjemand für Slipstream Action? Ne, ich glaube, wir schaffen das so. Wir machen das jetzt nicht schlimmer als wie es im Real Life war. Übrigens hier Lesmo 1. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, auch Lesmo 2 hier die Kurve. Kann man super im fünften fahren. Aber ich habe irgendwie Angst, jetzt irgendwelche Spielchen zu probieren, die dann letztendlich doch nicht klappen. So, jetzt aber Obacht für die erste Runde. Jetzt hier schön außen bleiben. Wenig extra Meter zur ersten Schikane hin. Oh, Begrenzer. 3,50 fast. Die Kurve grande. Das Ding heißt wirklich so. Oh nein, wir kriegen jetzt... Oh nein, der hält uns auf. Thank you.
Ah, Windschatten? Jetzt doch noch Windschatten? Lass uns vorbei. Lass uns vorbei. Thanks. Oh, oh, zu weit außen. Fuck! Motor aus, Motor aus. Ah, ich hatte es schon abgefangen. Das war schlecht. Das war echt schlecht. Okay, laut der ES können wir direkt noch eine weitere Runde dranhängen. Machen wir auch. Das heißt, hier wieder schön außen bleiben. Das war so eine ideale Runde mit dem Windschatten. Ich hab's mir selbst verbockt. Wahnsinn. Okay, das wird jetzt kritisch. Ja, ich fühle mich im vierten Gang einfach sicherer. Also hier nochmal in der zweiten Kurve versuchen. Nee, der vierte Gang ist, fühle ich mich echt besser mit. Oh nein, wir gehen. Wir geben irgendeinem Mercedes gerade Windschatten. Oh nein. Mann, Ascari! Warum fällt. Kacke ich die Kurvenkombination. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Wow, wie kann ich nur so mit. Na. So lappenhaft runterbremsen. Wollen ja bloß nicht politisch unkorrekt werden. Das wäre ja frech. Eine 1,20,9, ey. Oh je, Mini. Das ist. Das ist verdammt schnell. Aber ich glaube, die Zeit bin ich auch mit dem 2004er gefahren. Ne, mit dem 2004er Ferrari bin ich sogar eine 1,19 gefahren. Ha. Leute, können wir das Auto wechseln auf ein bisschen Oldschool? Das wäre doch mal was. Komm, auch krass, ne? Das sind 2004er Ferrari ohne DRS, ohne EAS, einfach schneller ist als die aktuelle Formel 1 mit ihren technischen Schnörkeligkeiten. Wohl, was heißt, nicht nur ein 2004er Ferrari, die 2004er gesamte Saison. So, wo sind wir denn? Eins. Alter Vater. Okay, 1,21,5. Das geht besser. Ich glaube, ich spule mal erstmal ein bisschen nach vorne. Gucken, wo wir hier so hingereiht werden. Ja, Achter. Wage ich noch eine Runde? Wir sind Zweiter auf dem Temporadar. Oh, das ist gut. 47,6. Ich warte noch eine Runde. Zack, komm, zack. Bereit. Bereit. Übrigens, ich schaue gerade nebenbei noch, dass das, was ist das? Ist das das achte VLN-Rennen? Eine Stunde ist rum, jetzt fahren sie nur noch drei Stunden. Auch mega spannend anzuschauen. Oh nein, Leute. Oh, Pitlimit hat vergessen. Recht leere Strecke. P8 nur noch.
Wir sollen unsere Zeit auf jeden Fall verbessern können. Das ist ja, glaube ich, nicht so schwer. Kurz mal wieder fünften Gang probiert. Aber wie gesagt, ich denke, ich bleibe jetzt beim vierten, um einfach mal meinen Trainingstrott drin zu haben. Wieder hier schön außen bleiben und wieder keine extra Meter zu verbrauchen, wenn wir von ganz rechts nach ganz links rüberziehen müssen. Vor uns sieht gut aus. Das war jetzt not the yellow from the egg. Fuck. Drei Zehntel. Eieiei, das ist hart. Nee, die Runde breche ich nochmal ab. Am Anfang schon so viel Zeit verloren. Ja. Warum ist da was orange? MGUK. Gut, da habe ich schon im Training nachgeguckt. Ob ich das wechseln kann, also auf ein älteres. Aber nein. Okay, ich lass mehr Zeit. So, jetzt Attacke. Jetzt wird attackiert. Letzte Runde. Eine weitere schaffen wir nicht. Ich sehe da was Grünes. Ich habe gesehen, dass es auch kurz wieder rot geflackert hat. Das heißt, wir sind echt knapp an der Grenze. Oh, ein Zehntel. Die verlieren wir aber gleich. Jetzt. Ah, zu weit außen. Ach. Verdammt. Es. Ach, diese Ascari, ey. Da musst du wirklich früher einlenken als gedacht. Weil sonst bist du im Rechtsknick viel zu langsam. Eieiei. Warte mal. Haben wir es noch über die Ziellinie geschafft? Wir haben es über die Ziellinie geschafft. Hä? Okay, warte mal. Da muss ich hier nochmal nachgucken. Tatsächlich. Wir können noch eine Runde. Aber die bringt uns jetzt nicht so viel. Da wir nicht mehr genug Sprit für die Runde haben. Oh no! Oh no, jetzt sind wir irgendwie noch 20. geworden. Nee, 9. Okay, puh, Glück gehabt. Kimi ist auch noch drin im nächsten Qualifying. Sehr geil. So, jetzt gucken wir mal schon auf die Rangliste. Ich dachte mir so, oh nee, ist das irgendwie so eine Kacke mit anderen Real-Life-Leuten?
wo die abgehangen sind. Nee, das ist die ganz normale Rangliste der Fahrer dieser Saison gerade. Und wir sehen, Max Verstappen ist Erster mit einem riesen Vorsprung von 3 Punkten. Aber wenn wir jetzt mal auf die Konstrukteurswertung gehen, sehen wir, oh, wir sind Vierter. Und im Training dachte ich mir, oh, von 4 auf 3 ist doch möglich. Jetzt gucken wir mal auf die Punkte. Ah, schwierig. Ja, Ferrari einfach mal knapp, noch ein bisschen mehr als das Dreifache von uns. Ja, schade. Aber Vierter ist auch nicht schlecht. Vierter ist auch nicht schlecht. So, jetzt aber. Weiter geht's. Es geht heiter weiter. Hier passt noch alles. Jawohl. Come on, Black Screen. Wo ich habe ja. Ich habe jetzt so viele Memes. Black Screen kann ruhig 3 Tage lang gehen. Kein Problem. Oh, sehr schönes Wetter. Sonne pur. Da können wir auch mal direkt rausfahren. Come on. Come on. Danke. Helfen werden wir jetzt, wenn wir eine gute Runde schaffen, fürs Rennen haben. Ist da schon jemand auf der schnellen Runde? Das hat sich gerade so angehört. Nee, der kommt nicht so schnell näher. Bremst mal zur Sicherheit. Okay, doch, das sieht nach einer schnellen Runde aus. So, wir gönnen uns mal hier die kompletten 0% Reifenabnutzung. Ich habe es im Training übrigens wieder geschafft, einen Reifenplatzer zu haben. Weil ich habe irgendwie rausgetestet, dass die Reifen hier extrem lange halten. Also, was heißt extrem lange? Du kannst mit krass abgenutzten Reifen trotzdem noch extrem lange echt gut fahren. Ich bin fast mit meinen 70% Reifenabrieb meine neue beste Runde gefahren. Obwohl meine beste mit sag ich mal 5% Reifen gefahren bin. Jetzt wieder Hammertime, Party-Modus, alles rein in den Kessel. Jetzt muss das hier klappen, der Bums. Oh, der Begrenzer im 8. Gang. Gut aus. Hätte ich ein bisschen früher weiter innen sein können. Übrigens, Kiesbett links von uns noch nicht Hallo gesagt in der Quali-Session. Habe ich glaube ich zu oft im Livestream gemacht, Training 1. Das war ein Hit. Zu früh, jetzt habe ich zu früh Renn nach rechts gelenkt. Ah! Wusa. Jetzt war ich zu zimperlich. Nur meckern. Bislang schnellste Runde gefahren.
gefahren. Saubere Arbeit. Ja, Mensch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich damit für die für das Q3 qualifizieren kann. Ich hoffe es einfach mal. Ich habe gerade noch überlegt, ja, soll ich nochmal eine Recovery Lab fahren für das ERS? Und dann nochmal hier Attack. Aber ich glaube, ich versuche es erstmal ein bisschen mit Gamblen. Oh no! Oh nein! Ich mach schon Platz und oh nein! Gott, dann fahr ich vor, wenn keiner will. Leute! Oh, ah, jetzt gibt er wieder Gas! Oh nein, da kommt noch ein Hamilton! Oh nein, hä? Oh nein, was ist denn hier los? Oh nein! Oh, jetzt macht er auch wieder langsam. Ach Leute, komm, ich fahre doch schon vor. Ist ja gut. Ja, aber ey, so schnell fahre ich jetzt auch nicht. Komm. Was wird das hier? Wird das hier Qualifying Spaß 2.0 in Monster? Leute, wir fahren ruhig vorbei. Oh nein, da kommt ein Renault. Oh nein, fahr vorbei. Er bremst auch ab. Ja, komm, ja. Fahren wir einfach hier alle noch eine schöne Outlap. Oh nein, da kommt schon wieder jemand von hinten. Komm mal und fahr vorbei. Jawohl, wenigstens einer, der Gas gibt. Endlich mal einer. Achso, Jeff, übrigens, ich komm rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Ah. Holy shit, was war denn jetzt schon wieder los auf der Rennstrecke? Hi, wir kommen richtig nah, und dann, oh nö, jetzt doch nicht mehr. Eine interessante Strategie beim Mercedes, Jungs. Oh, irgendjemand hätte fast unseren Ingenieur umgefahren. Das wäre bitter. Naja, wäre nächste Season einfach jemand dazu gepatcht worden. Auch nicht schlimm. Oh, was? Achso, Kim kommt jetzt rein. Sache, einfach dazu gepatcht. Boah, der sich einfach in mein Auto rein, der Typ. Ey, Monster ist auch Monster und Qualifying. Das ist jetzt mittlerweile ein richtiger Hit geworden. Oh, ne, Alter, fast ein 1,20. Oh, nur 15. Also eine halbe Sekunde. Nur eine halbe Sekunde hinter den Top-Männern namens Lewis Hamilton und Leclerc. 1,21,0. Gut, Leclerc ist ja noch weniger. Aber eine halbe Sekunde. Das ist gut. Traue ich mich jetzt vorzuspulen? Oh, Leclerc ist noch verschnellen. Da gucken wir rein. Wie fährt ein Leclerc das Strecke? Ah ja. Doch so krass. Scheiße. Okay, Spaß mit den Engine Sounds. Ja, 7 Minuten, ich glaube. Nee. Komm, wir gamblen einfach mal. Wir sind so weit vorne. Ich glaube, wir bleiben jetzt drin. Come on, Zeit. So, wer fährt jetzt nochmal raus? Kimi. Ich habe übrigens das Gefühl, dass jetzt zur Kurvenkombination die KI echt spät bremst. Ist ja schon direkt am Schild dran, wo sie bremsen. Ich bremse immer ein paar Meter vor dem Schild. Die fast direkt neben dem Schild. Zur links-rechts-links-Kurvenkombination. Ja, die KI bremst eigentlich in der Regel später als ich. Und wir sind Dritter geblieben. Ja, hey! Ha! Jetzt ist die Frage, muss ich wieder die KI hochstellen? Weil wir sind ja gerade auf 100. Aber ich kenne es doch von meinen allerersten Rennen hier in Formel 1. Ich dachte zuerst im Training, Alter, läuft mega gut, wir sind richtig gut unterwegs. Und im Rennen mit der gleichen KI hat die uns ja richtig ab.
abtanzen lassen. Also, da konnten wir ja nichts machen. Na gut. Raus geht's. Alles fertig, wir sind bereit. Oh, wartet. Oh. Ich muss nochmal kurz Option drücken. Ach, ich kann auch nicht Option drücken. Wie frech ist das? Das ist mega frech. Spiel. Ah, danke. So, bin wieder da. Nur kurz nochmal die Aufnahme gestoppt und neu angefangen. Damit hier bloß keine Bildfehler passieren. Und weil ich die Aufnahmezeit auf eine halbe Stunde runtergekürzt habe. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon hier dran war. Wie die mal raus attackieren aus der Box, die KIs. Also, von mir kriegst du auf jeden Fall keinen Windschatten. Ich weiß jetzt nicht. Bottas, Hamilton. Oh nein, Motor aus. Oh, haha, nee, ist wieder an. So. Jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Attack! 1% Räder, das ist gut. Ich glaube, ich gewinne schon mal so eine Tausendstel allein schon, oder eine Hundertstel, dass ich schon weiter außen bin als die KI. Ah, oh, wissen wir denn? Das hat Zeit gekostet. Zu früh Vollgas gegeben. Ah, wir ganz leicht den Innenkörper gestriffen. Und schon kam das Heck. Ja, das hat sich durch die Aerodynamik wieder selbst beruhigt. Ich habe auf jeden Fall was verloren auf dem Mercedes. 1,27. Okay, du bist in den Top 10. Komm, Recovery Lab. Nee, das wird ja gar nichts mit der Recovery Lab. Unser Benzin macht wieder Ärger. Oh. Mal vorbei. Wieder schön easy die Reifen rannehmen, damit wir für die nächste schnellste wieder halbwegs gute Reifen haben. So, hier schön langsam rumgurken. 1,25 Bottas. Aber wir haben ja gerade gesehen, Hamilton kann ja auch fahren. Gerade bis auf der Schnellen. Komm, ich geb den Windschatten. Hol dir die Mercedes, Leute. Fass! Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Okay, das ist Vettel. Hallo, Vettel. Oh, ne, Vettel. Was wird das hier? Fahr! Avanti, avanti! War das überhaupt Italienisch? Ich hab keine Ahnung.
Das war dumm. Oh, gelbe Flagge voraus. Oh, ah, wegen mir. Das Spiel konnte hell sehen. Interessant. Bin Erster, bin vor Vettel. Macht alle einen Screenshot. 81. Das ist ja Wahnsinn. Wie dumm stelle ich mich gerade an? Ah, Mensch. 67. Ist auf jeden Fall eine tolle Jahreszahl. Klammern. Wunderschönes Auto kommt auf den Markt. Ein gewisser Ford Mustang. Also jetzt nicht zum ersten Mal, aber der 67er sah besonders gut aus. Obwohl der 65er auch schon gut war. Oh. Ist der jetzt links bei uns Kimi? Oh, nee, doch nicht. Direkt hinter uns hat auch ein Wagen gestoppt. So, jetzt müssen wir das erstmal abchecken. Welche Reifen sind noch die besten? Und wir nehmen nicht die aus unserer Qualifying 2 Zeit. Denn die haben nur 4%. Das ist gut. 6 und 5%. Dann nehmen wir die gleichen nochmal. Die Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 21,2. Okay, so, da bin ich wieder. Es gab eine kleine Unterbrechung von, für euch, eine halbe Sekunde, von meiner Seite aus 2 Stunden. Ich hoffe, ich bin immer noch im Saft. Was war jetzt mein Plan? Genau, ich hatte noch 5% mit den Q2-Reifen. 4, ja, das waren die besten, wa? 21,2. Wie sieht die Strecke aus? Ist die leer? Können wir raus? Wo habe ich hier die Streckenkarte? Hier. Okay, kann er draußen. Leute. Attack! Fertig, bereit. Nee, es war ein bisschen gerade unglücklich. Kam einfach mal so spontan Besuch. Ein Riesenhit. Oh, spontan Besuche bin ich ein kompletter Freund von. Das habe ich unfassbar gern. Aber nun gut, hier bin ich wieder. So, ich beginne meine Outlap langsam, damit die Reifen noch halbwegs was taugen, wenn wir in der Hotlap sind. Oh, wartet. Also, ist schon alles hier auf Mager und... Nee, Mager nicht, aber... Mager brauchen wir auch eigentlich nicht. Aber eher ist aus. Die Reifen auf, ja, im Durchschnitt 5%, das ist super. Ich hoffe, das können wir halten. Und ich hoffe, keiner will hier irgendwie ausfahren. Schön easy. Immer noch keiner draußen. Ich habe die Befürchtung, sobald ich auf der Start- und Ziel gerade bin, oder in der Parabolika, sind schon die ersten wieder auf der Strecke und machen Mist. Deshalb gebe ich einfach jetzt schon mal ein bisschen Gas. Ah, ich schiebe die ganze Zeit halb mit dem rechten Auge auf die Strecke, mit dem linken in die Boxensektion, da sich was tut, aber noch sieht's gut aus. Deshalb gasen wir jetzt mal an. Und spätestens jetzt fahren sie raus, oder? Hey, sieht immer noch gut aus. Sieht immer noch sehr gut aus. Ja, das machen wir gerade. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt Attack. Freie Strecke. Jetzt muss es klappen. Sehr gut, die Schikane. Holy shit. Da muss man sich ja selbst beneißen. Ich meine, das kann man jetzt hier nicht leugnen. Das war schon gut. Ah, leicht verkackt. Ah, ein Zehntel langsamer. Aber ich glaube, das können wir in der jetzt in der Kurvensektion aufholen.
Streckenabschnittsnamen vergessen. Ja, wir holen auf. Es könnte doch noch eine grüne Zeit werden. Die KI fährt jetzt auch raus. Das ist mir jetzt aber sowas von egal. Oh nein, wir machen den Vettel, wir sind off-track. Aber weil wir den Vettel machen, wird die Zeit noch gezählt, was uns aber nichts bringt. So, eine schnelle Recovery Lap. Lange anbremsen, damit wir möglichst viel ERS hier zurückkriegen. 1,20. Ja, okay, ich glaube, eine Runde müssen wir noch schaffen, aber dann müssen wir auch echt aufpassen wegen dem Benzin. Hier möglichst im höchsten Gang hier um die Strecke bewegen, dass wir so wenig wie möglich verbrauchen. Früh hochschalten. Und lange die Bremse schleifen lassen, wie gesagt, für unser ERS. Aber nicht zu viel Zeit lassen, sonst haben wir Q3-Drama. Man kennt es. Oh, das wird letzte Rille. Das wird sowas von letzte Rille mit dem Benzin. Letzte Rille. Oh, der ist vergessen. Ups. Ah, erster Gang, wir müssen rum. Nee, 14. Nix gut. Egal, P8. Wir haben Gasly geschlagen. Oh. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ja. Classic. Bin aber auch ein Multitasking-Talent, ey. Ist ja Wahnsinn. So, eigentlich würde ich jetzt sagen, gut, Gasly geschlagen, easy. Aber wie gesagt, der ist in diesem Spiel ist ja fast Level Endboss. Der ist ja schon gut. Egal, wir fahren mal die Gurkenrunde zu Ende. Ja. Puh, hätte ich mich mal in die Box geportet. Sehr viel peinliche Scheiße, die mir erspart geblieben wäre. Aber man kann ja hier auf den Innenköpf drauf. Und dann ist die Kurve, glaube ich, auch echt gut im fünften machbar. Die Lesmo 2. Ach, wie heißt die nochmal, die Schikanen-Sektion? Das habe ich vergessen. Oh. Akku alle. Hätte ich mal die Powerbank mitgenommen. Aber hey. P8. Soweit wie es aussieht. Ich glaube, hier wird keiner mehr noch eine schnelle Runde fahren. Das ist gut. Leute, P8. Wir sind in Q3 gekommen. Und nicht als 10. abgeschlossen. Das war haarscharf. Das hätte auch wieder echt dumm aussehen können. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Gut, die zwei Stunden Pause, das war jetzt nichts. Leute, Yellow from the Egg. Wo ist mein Handy überhaupt? Ich kann mal gucken. Warte mal, wann habe ich überhaupt die Aufnahme begonnen? Ich guck mal, wir haben es jetzt 17.05 Uhr. Ja, 17.05 Uhr. Ja, doch, zwei Stunden. Ungefähr zwei Stunden Pause. Aber gut, die wichtigste Runde haben wir ja eigentlich abgehakt. Toll. Ein Hit. Oh, komm. Leute. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Vettel und Charles Leclerc. Oh. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen.
Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Würde dieses Ergebnis im Real Life passieren, das nächste Rosberg-Video hätte Titel ist die Karriere von Hamilton zu Ende? Hat er seinen Peak erreicht? Geht's nur noch bergab? Nur noch Vierter, was ist da los? Sollte er aufgeben? Man kennt ja die bekannten Rosberg-Titel. Oh, Carlos Sainz. 10. Hat Lando Norris geschlagen. Ja, schade. Und Kimi ist nicht dabei, ne? Nee. Aber krass, dass die Ferraris sich noch irgendwie zwischen den Mercedes gedrängt haben. Mercedes, das ist... Ja, aber 7/10 ist auch schon ein bisschen viel auf die Spitze. Schade. Aber ey, auch da. Immer positiv denken. Wieder Test beim Arzt. Obwohl, das ist nicht so gut. Nun gut, wir haben wieder Blackscreen. Kriegen wir noch Coins? Punkte, die wir wieder ausgeben können? Ich bin überlegen, was ist das nächste, wo ich investieren soll? Irgendwie höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Teile fertig werden? Bei unserem Motorteil hat zum Beispiel, was eigentlich jetzt fertig gewesen wäre, ist er fehlgeschlagen, ist dann erst im nächsten Rennen eingebaut mit einer 0%igen Failrate. So, jetzt habe ich das, glaube ich, erst mit dem roten Pfeil gemerkt. Wir haben zwar jetzt jedes Duell gewonnen, aber in der Overall-Statistik sind wir gerade noch überall schlechter. Da macht man nichts. So, come on. Q3-Bonus. Nur 10 Punkte für Q3? Wir sind fucking Alfa Romeo. Müsste eigentlich 1000 Punkte kriegen. Gut, hätte ich das mit Williams gemacht, dann... Ja, hätte ich jetzt jedes Teil upgraden können, was ich gewollt hätte. Für einen 7-fachen Preis. Wäre mir egal. Ah, Ruf bei Ferrari gestiegen. Ich finde es ein bisschen frech. Ich will den Ruf bei Red Bull haben. Weil ich will ja die zweite Saison fahren mit einem Red Bull. Problem ist, Red Bull hat eher in-game die Einstellung. Ja, man will eher so den selbstdarstellerischen Fahrer und nicht den Fairplay-Dude. Das heißt, ich muss jetzt so antworten, nicht wie ich es bisher gemacht habe, sondern so antworten, wie ich im Real Life antworten würde. Nein, das ist Quatsch. Ich bin ein sehr netter Sportsfreund und fair und nett. Ich bin nett. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Paar? Weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ach stimmt, wir werden nicht von 18. Ich hab's vergessen, Leute. Platz 18. Aber paar Gridstrafen? Wir hatten doch nur eine. Und das war wegen dem Steuergerät. Ich musste, by the way, in Training 1, in Klammern Livestream 2, unser Steuergerät wechseln, weil es sich schon in Spa so krass abgenutzt hat, dass es mittlerweile auch die anderen Teile dadurch stärker abgenutzt wurden. Naja, das ist kacke, deshalb musste ich zwangsläufig das Steuergerät wechseln. Das andere hatte schon 100% Damage. Da wollte ich nicht auf das alte gehen, das war ein bisschen doof. Das heißt, P18 eigentlich jetzt, ne? Eigentlich P18. Können wir das irgendwo nachgucken? Nee, ne? Ah, hier sehen wir die ganzen DNFs. Aber ich glaube... Ne, warte mal. Wartet. Genau, hier ist nochmal das Steuergerät. Ja, das alte ist halt rot. Und rot ist tot. Das will man nicht. Aber wo kann ich denn nochmal die Grid-Aufstellung sehen? Ich glaube gar nicht mehr. Na gut. Dann ist es halt so. Leute, von daher, ich würde sagen, morgen 14 Uhr das Rennen. Übermorgen, Achtung, Part Nummer 2, wer hätte das gedacht? Ich glaube, es wird super. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein Riesenhit für klein und groß, dick und doof. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung. Und ich bin dann mal raus. Haut rein. Bye bye and have a great time. Bye, have a great time.